So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir den neuen Charakter kennengelernt. Jakob und so. Whoever. Lief nicht gut. Lief nicht gut. Sehr interessanter Charakter. Jetzt gucken wir uns mal Isaac's Awakening an. Das klingt halt vom Namen her wie Zelda. Keine Ahnung. Irgendwie verbinde ich damit Zelda. Na, weil Link's Awakening halt existiert. Aber es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Es gibt in... Okay, jetzt hätte ich fast gespoilert. Ich hätte jetzt gespoilert, in welchem Anime es sowas wie Awakenings gibt. Ja, es ist halt einfach nur Isaacs Erwachen. Kann ja alles sein. Es muss ja nicht Zelda sein. Aber es irgendwie hat es eine... Hat es so Zelda-Vibes? Ich weiß es nicht. Wir können auch erst Seeing Double... Nee, komm, wir machen Isaac's Awakening. Ich bin sehr neugierig auf... Entschuldigung, oh Gott. Ich bin sehr neugierig auf diese Challenge. Ah, es ist Zelda. Ich habe ein Schwert und ich habe ein Schild. Ja, moin. Und ich habe das Kraftarmband. Stimmt ja! Yo, es ist... Alter, das ist halt wie das Master Sword, ne? Und ich kann... LOL. Und wie gesagt, ich habe das Kraftarmband. Das haben wir ja auch schon gesehen. In einer der Challenges habe ich das mal gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ultra-Hard-Challenge war. Ich weiß schon... Das ist jetzt das Ding, ne? Ich habe so viele neue Items in der Ultra-Challenge kennengelernt. Ich weiß nicht mehr, welches in welcher Challenge. Irgendwann hatte ich auch mal dieses Kraftarmband. Und es war super cool. Also solltet... Nice. Solltet ihr das Kraftarmband nicht kennen... Damit kann man sich einfach so Sachen snacken. Ja, einfach gratis alle Steine wegschnetzeln und so weiter. Man muss nur aufpassen, bei den explosiven Steinen kommt man nicht schnell genug weg. Also das funktioniert nicht. Aber ich kann sozusagen jetzt mir Bomben erstmal komplett sparen, was so Steine angeht. Das ist super gut. Auch Krüge zum Beispiel kann ich kaputt schießen. Schießen kann ich jetzt überhaupt nichts. Okay. Wie weit müssen wir spielen? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das Mother? Das ist... Deswegen kommt die Challenge erst nachdem man... Oh, scheiße. Wir müssen bis Mother spielen. Ich habe schon jetzt keine Lust. Okay, also brauche ich Schlüssel am Anfang? Ich muss ja dann den Weg bis Mother auch gehen, oder... Werde ich... Okay, das wäre jetzt eine interessante Frage. Werde ich automatisch zu Mother geleitet? Wenn ich jetzt nicht den Weg gehe mit Knife, Piece etc.? Oder ist dann einfach der One vorbei, wenn ich falsch laufe? Wahrscheinlich ist einfach der One vorbei. So, du kommst halt dann zu einer Chest, aber hast halt die Challenge nicht geschafft. So wird es wahrscheinlich sein. Also ich muss bestimmt dann den offiziellen Weg gehen. Oh, Junge. Oh, Junge. Okay. Also mein Space-Item möchte ich nicht hergeben. Na, das Bracelet bleibt hier. Aber das Schild ist natürlich auch super gut. Ja, perfekt für das Kraftarmband. Hui, 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 hui. Hui. Oh, lol. Oh, lol. Oh, jetzt ist auch noch dieses Ding. Das ist immer nicht... Also an sich freut man sich über Black Markets, aber ich irgendwie nicht so, weil es halt bedeutet, ich muss dealen. Und ich will nicht dealen. Ich meine, ich würde jetzt fast sagen, Mom's Key ist es wert, ne? Ein Herz herzugeben. Ja, wir sind mal so frei. Wir sind mal so frei. Also hier komme ich schnell genug weg, falls ein Gegner spawnen sollte. Okay. Also den Deal habe ich jetzt mal gemacht. Ich hoffe, der ist jetzt in eurem Sinne. Und wollen wir mal uns blaue Herzen vielleicht? Eventuell haben wir Glück. Ja, nice. Sehr schön. Die eine Bombe war es schon mal wert. Ja, ist okay. Ist okay. Ich meine, es sind Better Loot Chests mit dabei. Na, das könnte... Wirkt sich das jetzt gleich auf diese Loot Chest hier aus? Eigentlich? Also sammel's doch nicht wieder ein. Ich soll es doch nur loslassen. Ja, nice. Das hat sich bestimmt schon ausgewirkt. Also, das ist es dann schon wert, ne? Jetzt können wir sogar noch in den Shop gehen
und uns ein blaues Herz kaufen, was es hier nicht gibt. Cool. Wir könnten uns die blaue Candle kaufen, aber ich würde gern mein Kraftarmband behalten. Deswegen ist das natürlich keine Option. So, sehr schön aber bisher. Sehr schön bisher. Gehen wir noch in den... Ich hasse diesen Raum so abgrundtief. Wie oft ich in dem Raum, auch in der Hard Mode, auch in Ultra Hard, ne? Wie oft ich da reingehe und einfach alles in die Luft jage, weil ich halt direkt meine erste Taste drücke. Ich hasse diesen Raum so abgrundtief. Kann ich mit dem Schild durch den Stachelraum laufen? Ohne Schaden zu nehmen? Nein. Cool. Wo ist er? Da. Okay. Aber die Strahlen schießt man scheinbar immer, nicht nur bei voller Energie. Ach so. Ach so. Ha! Ich komme auch hier wieder raus. Chillig. Kann ich die eigentlich mit dem... Okay, das geht nicht. Hätte ja sein können. Da opfere ich jetzt lieber tatsächlich zwei Bomben, bevor ich nochmal ein halbes Herz verliere. Bin ich ganz ehrlich. So, okay, jetzt gehen wir zum Boss. Ja, passt. Ist in Ordnung. Hier war kein blauer Stein noch zusätzlich oder so, ne? Nee. Ich könnte natürlich noch den... Ach so, ja, okay, der Spezialgeheimraum könnte jetzt zwei Orte haben. Der könnte hier sein. Oder hier. Na, dann kannst du mich jetzt mal. Dann lassen wir das. Okay, gucken wir mal, wie der Boss läuft. Ich werd gleich mal versuchen, so einen Rundumschlag reinzuhauen, um zu gucken, wie viel Schaden das macht. Yo! Hier ins Gesicht. Was macht eigentlich der normale Schwertdings-Modus hier? Zack! Okay! Es hat sich alles geklärt. Wir gehen automatisch den Weg zu Mother. Finde ich gut. Bedeutet das, ich muss jetzt gar nicht mehr das Knife Piece sammeln? Oder muss ich das dann trotzdem noch machen? Aber wir gehen also automatisch direkt jetzt nach Dross 1 in dem Fall. Okay. Alter, es ist... Ich meine, es macht schon Spaß, ne? Mit dem Schwert macht schon Spaß. Ich hoffe, dass das gegen Mother auch entsprechend lustig wird dann. Mal gucken. Ach so, nee, den erledigen wir einfach. Ich kann ja. Normalerweise könnte man. Ach so, das sprengt eh alles zur Seite. Cool. Ich wollte gerade sagen, normalerweise könnten wir jetzt hier ja vorsichtig sein. Okay, was ist in Töpfen drin mit so Kacke? Hä? Jetzt habe ich Kacke im Gesicht. Was ist das denn? Ah, das macht sowas. Oder hatte ich das vorher schon? Und mir ist es nur nicht aufgefallen. Null. Okay, gibt's einfach einen Schlüssel. Chillig. Was war? Okay, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist passiert. Nee, will ich nicht. Wieso ist hier jetzt einfach ein Item? Was ist die? Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber es macht nichts. Muss ich nicht verstehen. Einmal in den Geheimraum, bitte. Ja, okay. Das können wir mitnehmen. Dann setze ich Emperor, wenn ich bis dahin nicht was Besseres finde. Setze ich Emperor in Dings ein. Ich würde mir gerne noch den Shop vorher besuchen. Ich würde mir gerne den Shop vorher noch besuchen, weil bei so vielen Münzen ist es schon sinnvoll, einmal beim Shop vorbeizugucken.
Der wird dann... Ja, okay, der wird dann da oben. Okay, wait a moment. Wenn der explodiert, dann darf ich den... Muss ich den aus der Entfernung machen, oder was? Dann darf ich da ja nicht zu nah ran. Okay. Nice. Bibel. Ja, naja, das Ding ist halt... Nee. Das Ding ist halt, nee, ich will mein Kraftarmband behalten. Das werde ich auch behalten. So. Okay, Geheimraum hatten wir schon. Von daher brauchen wir da jetzt nicht nochmal gucken. Wir könnten noch nach dem Spezialgeheimraum gucken. Sollen wir hier noch reingehen und wieder... Ah, ich könnte mich ja... Nee, nee, ist doof. Hätte ich machen können, bevor ich in den Geheimraum bin. Da hätte ich es machen können, jetzt ist zu spät. Also die Chance habe ich vertan. Ach, hier könnte der Geheimraum sein. Ja, der passt immerhin diesmal gut. Ja, tschüss. Scheiß Geheimraum. Weiter geht's. Was machst du so? Außer Ärger. Ich meine, das Gute ist ja, dass ich auch noch den Schild habe, ne? Der wehrt ja zusätzlich ab. Ist ja auch so gedacht in der Challenge. Ist man ja relativ safe mit dem Schild. Satan-Deal. Ich gehe gar nicht erst rein, dann bekomme ich einen Angel-Deal beim nächsten Mal, ne? So bleiben wir. So verbleiben wir jetzt theoretisch. So verbleiben wir jetzt mit meinen Plänen. So, jetzt müsste dann aber der Raum kommen mit weißem Feuer und so weiter. Also, ich muss doch die Knife Pieces bestimmt trotzdem zusammensammeln, oder nicht? Oder doch, oder keine Ahnung. Okay, ich wollte gerade sagen, der explodiert doch, aber hat funktioniert. Hier gibt es jetzt wieder Millionen Steine zu begutachten. Und gerade wenn ich die Möglichkeit habe, umsonst alle Steine anzuheben und mir zu holen, gerade dann muss ich unbedingt... Hier gibt es einen... Ah ja, hier gibt es jetzt einen Item-Room. Normalerweise gibt es ja hier keinen Item-Room. Aber hier gibt es jetzt einen Item-Room. Weil man ja einen Item-Room fürs Knife-Piece braucht. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir hier? Number one. Tears up und Range down. Was heißt eigentlich Tears... Ach so, ja, das lädt schneller auf. Stimmt. Tears up heißt bei Auflade-Items, die gehen schneller hoch. Schöne Sache. Ist das dieses... Dieses, das ist das Verdopplungs-Item, ne? Das ist das Verdopplungs-Item. Das hole ich mir, setze es meinem Boss ein, dann kriege ich zwei Boss-Items. Aber wobei es... Ja, doch, genau, richtig. Da gucke ich aber erst, was es beim Boss für ein Item gibt, dann kann ich mir entscheiden, ob ich das nehme oder nicht. So machen wir es. So machen wir es. So, Problem ist, wir haben noch nicht... Okay, da ist das weiße Feuer. Wir haben noch nicht den Spiegel gefunden. Das ist das Problem. Wir müssen ja dann vom Spiegel... Vom Spiegel müssen wir ja zum Dings kommen. Vom Spiegel müssen wir ja zum Itemraum kommen. Und den haben wir bisher noch nicht. Das beunruhigt mich etwas, weil das bedeutet, der Weg ist auf jeden Fall recht weit dorthin. Aber bisher waren die Räume jetzt nicht so drauf. Okay, da ist der Bossfight. Dann gehen wir erst in den Bossfight rein. Das Viech passt eigentlich sogar erstaunlich gut zu Zelda. So von der Art her, da gibt es ja auch so Blubber-Viecher. So, tschüss Kollege. War nett mit dir. Jop, das ist auf jeden Fall ein Status-Item. Das können wir dann verdoppeln. Der Angel Room würde verschwinden. Ich hätte es vorher mitnehmen sollen, habe ich blöd gemacht. Ja, erstmal gehst du weg.
Die Krone war, glaube ich, oh Gott, jetzt muss ich beides ganz kurz geschwind nachgucken. Diese blaue Krone war, die ist nicht neu, die kenne ich schon. Zwei Soul Hearts kriege ich. Die entfernt normale Tränen mit blauen Diamantentränen. While you don't have any empty wet. Ach so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem Schwert. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schwert funktioniert. Ach so, ich hab ja. Hä? While you don't have any empty wet heart containers or bone hearts. Wir gucken kurz das andere. Ah, das andere waren die Dings, ne? Das waren die Helfer, die ich dann habe, richtig? Nee. Überhaupt nicht. Ich lüge schon wieder hier durch die Gegend. Plus ein Eternal Heart. Plus 0,7 Tiers ab. Ich nehme die Krone. Ich nehme die Krone. Und guck mal, ob es auf das Schwert eine Auswirkung hat. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So machen wir es. Es hat eine Auswirkung. Damage ging hoch und so weiter. Sehr schön, der Effekt läuft also. Gut. Und ich darf jetzt sozusagen, genau. So, dann jetzt erstmal kurz in den Shop das Verdopplungs-Item holen. Dann das Boss-Item verdoppeln und dann doppelte Stats dadurch bekommen. So, dann gehen wir natürlich jetzt noch nicht in die Minen, denn wir müssen ja noch das Knife holen. Ich gehe davon aus, dass wir das holen müssen. Ich weiß es nicht. Also dafür ist ja extra jetzt ein Itemraum. Ne? Wenn jetzt kein Itemraum wäre, wäre ich da weniger skeptisch. Aber so wie das hier läuft, ist genau deswegen der Itemraum da. So, ich gucke noch kurz hier nach Steinchen. Die habe ich noch nicht so richtig kontrolliert. So ganz vollständig. Aber es sieht okay aus. So, also, weißes Feuer mal gefunden, aber wir müssen noch nicht wo der Spiegel ist. Der muss dann hier drüben irgendwo sein. Ah, in dem hinteren. Okay, durch den Raum müssen wir dann auch noch durchkommen. Okay. Okay, der Raum könnte mit dem Geist ein bisschen kritisch werden. Ja, genau wegen sowas. Ja, jetzt wäre ich als Geist tot. Hier, auf die Kollegen muss ich aufpassen. Okay, auf die Kollegen muss ich böse aufpassen. Die können mir hier gefährlich werden. Das ist nicht so gut. Okay, steintechnisch ist hier nichts zu holen. Gibt es jetzt hier den Spiegel? Yes, immerhin kommt hier der Spiegel. Das ist doch schon mal was. Gut, ja, dann Feuer frei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Feuer frei. Hui! So, jetzt muss ich hier halt durchkommen. Bis zum Itemraum. Okay, der erste von den Problemviechern ist weg. Oh Gott. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Also das ist eigentlich wirklich der einzige Problemraum, weil die halt so viel schießen. Ich meine, ich habe noch den Schild, ne? Der Schild wehrt eigentlich recht viel ab. Ich muss halt aufpassen. So, aber zum Glück kann ich schießen. Das sollte die Sache hier recht angenehm machen. Und einen Treffer habe ich ja. Die Reichweite von dem Ding ist halt nicht so geil. Nice. Okay.
Sehr gut. Das war die Geschichte. Was kam jetzt für ein Gegner? Ja, keiner. Das war der Startraum. Dann kam er hier. Kein Problem. Ich hatte fast das kleine Viech übersehen. So. Dann kam das da. Auch das darf eigentlich nicht schief gehen. Sehr gut. Ich laufe in die falsche Richtung, lul. Ich muss ja hier runter. Okay, der Raum geht eigentlich auch klar. Das dürfte jetzt kein Problem mehr darstellen. Das ist okay. Sehr schön. Das war's. Wir kommen zum... Oh, lol, da oben ist... Da wusste ich gar nicht. Habe ich den übersehen im anderen Abschnitt? Oder ist der hier nochmal extra? Muss ich gleich mal gucken, in der normalen Welt, ob ich da einen Stein übersehen habe oder ob der in der Spiegelwelt jetzt aufgetaucht ist. Zack. Gibt es im Shop hier nochmal andere Sachen jetzt eigentlich? Nee, ne? Der ist einfach komplett leer, okay. Gut, Abflug, wir haben das Knife Piece. Ich muss wieder zum Spiegel zurück, hier lang. Und dann ab durch die... Muss ich dann jetzt auch nochmal nach Steinen gucken? Können die jetzt hier auch anders sein? Ich weiß es nicht. So, aber erstmal hier durch. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach dem blauen Stein auf der anderen Seite. Ob wir uns da einfach verguckt haben. Das war hier in der Ecke. Hier oben in der Ecke. Nee, hier ist nämlich keiner. Das heißt, in der Spiegelwelt können die auch nochmal anders sein. Gut zu wissen. Ah, stimmt, jetzt hier sind jetzt auch gar keine mehr so bombig. Okay, cool. Dann Abflug. Die Tür in die Minen ist ja auch schon aufgegangen. Das passt also. Finde ich aber gut, dass sie praktisch einen da definitiv reinlassen. Sollte man praktisch jetzt das aufgrund von Bomben nicht schaffen können, wäre das ziemlich blöde. Ich meine, gut, es ist schon organisatorisch machbar, zwei Bomben zu haben, ne? Aber wahrscheinlich wollen sie da sicher gehen, dass man auf jeden Fall den Weg gehen kann. Während man das Knife Piece halt auf jeden Fall holen muss. Okay, finde ich aber gut. Abflug. Aber ich mache mir halt große Sorgen gegen Mother. Also gegen Mother mit dem, was wir haben. I don't know. Was ist jetzt hier oben? Ist das die Bücherei? Das ist die Bücherei. Problem ist halt... Jetzt haben wir nur zwei Bücher. Mit dem dritten Buch wären wir Bücherwurm. Aber ich weiß gar nicht, was mir Bücherwurm bringen soll mit einem Schwert. Lul. Fällt mir auch ein bisschen früh ein. Okay, hier ist nix. Ah, ich hasse diese Räume, wo die Geister durchfliegen. Schnell weg alles. So. Okay, Steine gucken. Da sehe ich nichts. Pilze hochheben. Die können ja den Gift versprühen, ne? Wenn man die fallen lässt. Also wenn man die explodieren lässt. Habe ich in der Ultra-Hard-Challenge getestet. War eine schlechte Idee. Deswegen werde ich Pilze nicht hochheben. Na, da habe ich mich schön selbst vergiftet. Vielleicht war ich einfach zu langsam. Vielleicht kann man grundsätzlich weg, wenn man einen guten Speed-Up hat oder so. Könnte durchaus der Fall sein. Ich werde es nicht mehr riskieren. Kommst du jetzt auch noch her, Kollege? Wo ist er jetzt hin? Hä? Der war doch gerade da. Hä, wo ist er jetzt hin? Ach, hier fliegt er rum. Dude! So. Könnte ich mich noch überfahren? Ich weiß es nicht. Wir testen es lieber nicht. Okay, da ist die erste Ebene. Es geht hier jetzt eigentlich einfach... Oh, okay. Okay, alles klar. Jo, ist in Ordnung. Holy shit. Ah, der Raum war nutzlos. Finde ich immer gut, wenn man in nutzlosen Räumen einfach getroffen wird. Ist wenigstens ein blauer Stein hier, mit dem ich was anstellen kann? Nee, okay, cool. Tschüss. Ah.
Okay, das ist jetzt auch wieder eine interessante Geschichte. Wieso hat es jetzt alle zerfetzt? Okay. So, jetzt kann ich hier durch. Das sind so Tricksteine, ne? Wenn du praktisch eine Bombe hast, dann kannst du es dir einfacher machen. Dann kriegst du hier Hilfen, um den richtigen Pfad praktisch zu gehen. Aber das sind jetzt eben so Stellen, wo ich mich persönlich frage, wie macht man sowas mit dem Doppelcharakter? Wisst ihr? Das sieht mir sehr unangenehm aus mit dem Doppelcharakter, so enge Passagen mit Stacheln abzulaufen. Das geht... Ach so, ja gut, den lässt man stehen und läuft mit dem anderen ab. Aber ich kann halt nicht W und hochdrücken. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Steuerung und hoch kann ich nicht drücken, das wollte ich sagen. Aber das kann ich jetzt nämlich zum Beispiel auch nicht. Ich kann jetzt Steuerung drücken und WASD. Das geht, aber ich kann W nicht drücken. Also das muss ich ausstellen. Das ist bestimmt eine Einstellung in meinem Computer. Okay, die erledige ich einfach so. Typische Zelda-Gegner auch. Lui. Erst wenn man alle besiegt hat, machen sie einen Abflug. So, Steine gucken. Nope. Nichts Spannendes. Weiter im Programm. Ich würde halt kurz den Shop... Okay, alles klar. Finde ich gut, dass du dich gleich zeigst, lieber Shop. Store Credit, jawohl, nehmen wir mit und gehen direkt rein in die Dings. Ja gut, da ist jetzt nicht so viel nützliches Zeug, aber ich meine, da wir Store Credit nun mal haben, können wir es einmal einsetzen. Ach, das geht dann weg. Ich dachte, das kann man in jedem Shop einmal einsetzen. Na, das war blöd. Hätte ich für den nächsten mitnehmen können. Ja, mal wieder nachgedacht, auf jeden Fall. Okay, hier haben wir jetzt aber nur den Kollegen. Will ich da jetzt rumspielen? Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich nicht. Nee, komm. Ciao. Schwachsinn. Voll die Geldverschwendung. Gehen wir lieber... Yikes! Gehen wir lieber in den Itemraum. Geheimraum. Den haben wir uns freigeschaltet, als wir Dings oben eingesetzt haben. Das Buch der Fragezeichen. Wie auch immer es wirklich heißt. So. Steine gucken. Nix. Cool. Weiter. Und da drüben ist der andere Fragezeichen. Oh, okay. Ich mag diese Dinger nicht, die man erst besiegen kann, wenn sie hochgehen. Ich hasse das. So, mach dich weg. Dankeschön. Steine gucken. Nix. Okay. Weiter im Programm. Bossraum ahead. Und zwar hier noch der Geheimraum. Nice! Den gönne ich mir. Da habe ich jetzt auch gar keine Angst. Die will ich jetzt... Wobei, komm, wir versuchen mal, die Feuer zu sprengen, ohne den Geist hier zu befreien. Geist sage ich schon. Den Engel. Sehr schön. Hat leider nichts gebracht. Okay, Bossfight do. Ist das der Phasen hat? Ja, es ist der Phasen hat. Yo, lasst mich da raus, danke. Da sehe ich doch... Ich wollte gerade sagen, da sehe ich doch schon was, bin aber irgendwie in die Luft geflogen. Ich weiß nicht ganz warum. Was auch immer gerade passiert ist, ich bin einfach in die Luft geflogen. Chillig. Ach, da oben ist ein Viech. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommen hier einfach Gegner runter und ich kann nichts. Jo, geh halt kaputt, du Depp da oben. So, euch kriege ich problemlos weg. Nächste Phase, jawohl. Auch ihr macht einen Abflug. Auch du machst einen Abflug. Hast du gehört? Jawohl, hast du gehört. Auch
Du machst einen Abflug. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Da ist noch... Okay, jetzt kommen noch ein paar mehr. 6 von 6. Wie viel noch? Wo sind noch welche? Da oben wahrscheinlich. Da ist nichts mehr. Wo ist jetzt noch einer? Ja, nice. Da ist noch einer. Das war's. Sehr schön. HP ab. Super gut. Fantastico. Und wenn ich es richtig gehört habe, hat sich irgendwo ein Deal geöffnet. Und zwar da. Allerdings ist es wieder ein Satan-Deal. Das heißt, ich gehe wieder die Strategie, gehe nicht rein und hoffe in der nächsten Ebene auf einen Angel-Deal. So machen wir es. Abflug. Nächste Ebene muss ich dran denken, muss ich mir das andere Knife-Piece holen. Wird deutlich unangenehmer, weil ich nicht fliegen kann. Aber auch nicht wahnsinnig dramatisch. Jo, bei so viel blauen Herzen würde ich fast sagen, wir probieren einmal hier reinzugehen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich, oder? Oh, diesmal habe ich aber auch auf den Satan-Deal eine Chance. Diesmal hat es nicht funktioniert, weiß nicht warum. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Egal. Bereue ich es, wenn ich da jetzt reingehe oder nicht? Ach, warum überlege ich denn immer so alle so ewig hin und her? Komm, wir machen es einfach. Ja, das sieht jetzt nicht so aus, als ob es wahnsinnig sinnvoll war. Der Schalter wird jetzt nicht... Wow! Danke für nix. Der Raum war komplett useless und ich habe ein blaues Herz verloren. Chillig. Was bist du denn? Kann ich die so öffnen? Hahaha! Hier, nimm das, du Scheißvieh. So, Faded Polaroid. Okay, da ist der erste Schalter. Diesmal muss ich sie ja drücken. Ich kann ja nicht fliegen. Bin ja kein Azazel. Alter, das wird der erste Kampf ohne Azazel gegen Mother. Ich meine, in der Challenge, im Rahmen dieser Challenge, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und natürlich dann deutlich anders. Aber uff. So, einen Schalter brauchen wir noch. Hier kannst du dich erstmal verziehen. Das wäre cool. Dankeschön. Dieses Feuer hier oben bitte auch. So. Kurz Steine gucken. Seh nix. Weiter. Auch hier kurz Steine gucken. Seh nix. Weiter. Oh, ich habe einen Raum übersehen. Ha! Gut, dass ich da rein bin, weil dann machen wir jetzt erstmal das Knife-Piece. Aua! Solange ich noch blaue Herzen habe und sie nicht schon verliere. Lul. Da nehmen wir doch lieber den Counterfeit-Penny mit. So, und jetzt geht's erstmal zum Knife-Piece 2. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Wir werden sehen. Was verliere ich jetzt alles? Wir werden sehen. Hui! Jo, was? Das ist nicht gut. Ich verliere einfach alles. Oh Gott, ich muss das als Isaac durchgehen jetzt. Oh nein. Oh nein. Zum Glück habe ich ein paar blaue Herzen. Oh Gott, das muss ich jetzt zum ersten Mal richtig spielen. Bisher durfte ich immer durchfliegen. Oh, scheiße. Oh, riesige Scheiße. Oh Gott, okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das wird mich jetzt richtig viele Herzen kosten. Oh, Himmel hilf. Da ist ein blauer Stein. Wie soll ich den? Ich hab nix. Ich hab nix. Ich krieg ja alles abgezogen. Also selbst Fähigkeit, mit denen man jetzt hier eine Bombe setzen könnte, ist weg. Wenn ich in dem Raum keine Bomben kriege, kriege ich diesen Stein nicht. Das ist doch voll frech. Kannst mir doch nicht einen blauen Stein hier vorsetzen. Ja, du kannst mir doch nicht hier blaues Feuer vorsetzen. Und dann sagen, hier, Pech gehabt. Oh Gott. Ah, okay, cool. Wie komme ich da ran? Gar nicht. Chillig.
Ach, jetzt ist der Stein eh weg. Ja, dann ist es doch auch egal. So, einmal hier um die Kackhaufen rum. Okay, der muss sich jetzt so verabschieden. Ich bin jetzt ernsthaft von der Fliege getroffen worden, ne? Was soll das denn? Okay, hier einfach durchlaufen. Alles chillig. Alles noch kein Problem. Ja, Kollege. Wenn du direkt vor mir bist, was soll ich tun, ne? Jetzt muss ich die hier beide drücken. Habe ich verstanden. Tschüss. Jetzt muss ich die Bomben nutzen. Ich muss erst den... Oh, okay, ich muss den Schlüssel freilegen. Dann muss ich damit hier durchgehen. Dann muss ich hier den Weg freilegen. Dass man die drüber werfen kann, ist so dumm. Dann muss ich hier aufmachen. Jetzt muss ich ihn erstmal wieder vorbeiziehen lassen. So. Jetzt kann ich hier dran vorbeilaufen. Jetzt kann ich hier oben dran vorbeilaufen. Okay, der Weg ist relativ chillig. Der Weg ist sogar sehr chillig, zum Glück. Die Coin war jetzt eigentlich nicht... Gott, das war sehr unnütz, aber egal. Wir haben es. Aber das war ein sehr chilliger Weg, verglichen mit den anderen Wegen, die wir sonst so hatten. War das jetzt ein wirklich sehr chilliger Weg. Trotzdem... Ich bin ein bisschen geschockt gewesen, hat man vielleicht gemerkt, dass ich da so durch musste. Lul. Damit habe ich nicht gerechnet. Schon wieder die Viecher. Die mag ich jetzt schon nicht. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Aber wir kriegen noch einen Schlüssel. Wir haben noch nicht genug Schlüssel. Hier geht's nicht weiter. Aber wir haben einen coolen Stein. Wir haben einen coolen Stein. Und wir haben noch ein blaues Herz. Sehr schön. Und da ist noch das andere. Sehr gut, okay, passt. Je mehr blaue Herzen, umso besser. Denn je mehr blaue Herzen wir haben, umso länger hält auch der Effekt unserer Krone. Weil die ja nur funktioniert, wenn wir volle Energie haben. Und ich würde mal vermuten, dass diese Strahlen auch nur funktionieren, wenn wir volle Energie haben. Also volle rote Herzen. Und sobald man einmal getroffen wird, funktioniert die Krone nicht mehr. Deswegen ist sie jetzt ausgegangen. Nur falls ihr euch wundert, was passiert ist. So, Shop. Bitte kein Keeper. Oder wie das Viech heißt. Lul. Okay, zwei Items kann ich mir gönnen. Ja, ist ein cooles Item, aber nicht für jetzt. Ach, toll. Jetzt habe ich... Okay, wisst ihr was? Wir nutzen jetzt einmal dieses Ding. Ich will jetzt rausfinden, was der macht. Was macht dieser Eraser? Das ist ja was zum Werfen, ne? Haben wir schon festgestellt. Ich werfe das jetzt auf einen Gegner. Und was macht es dann? Ich habe nicht getroffen, oder was? Oh, lol. Jetzt ist da schon der Boss. Na, toll. Jetzt haben wir es leider nicht rausgefunden. Pech gehabt. Pech gehabt. Aber das Bracelet nehme ich schon weiterhin mit. Das ist mir deutlich lieber. So, was haben wir jetzt hier für einen Bossfight? Ach, den Kollegen. LOL. 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 Den haben wir auseinandergenommen. Der hat sich nicht mehr ausgekannt. Der wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Den haben wir ja komplett zerlegt. Speed up ist sehr schön. Okay. Ja gut. Dann weiter im Programm. Ich muss nicht mal Herzen opfern. Nicht mal das muss ich opfern. Ich gehe einfach ins Mausoleum. Das ist wiederum sehr chillig. Okay, Messer haben wir. Wir müssen nur noch zu Mom kommen. Dann die rote Tür. Dann das Herz. Und dann geht's durch Korps. Also Ziel wäre jetzt wirklich, möglichst schnell zum Boss zu kommen. Vielleicht noch ein paar blaue Steine mitzunehmen. Aber ansonsten würde ich jetzt mich nicht allzu lange aufhalten wollen. In dem Raum auch nicht. Ah, die teilen sich wieder in 3 Millionen. Ja, ja, oh, das ist so widerlich. Das ist so widerlich, wie die sich aufteilen, ne? Okay, nix, 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 nix. Okay, weiter im Programm. Ich muss eh da hoch, alles klar. So, du machst auch gleich einen Abflug. Hier kann ich erst durch, wenn das Ding aufgeht. Ach so, ich könnte auch die Steine nutzen. Lul. Oder sind da drunter Stacheln?
Nein. Dann ist das der sicherere Weg. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wenn da Gegner rauskommen, kann ich schnell genug weg? Ja. Dann sollte ich die auf jeden Fall einmal alle aufmachen. Denn da können ja auch Karten und schwarze Herzen rauskommen. Na, so viel Zeit müsst ihr mir schon lassen. Weil, ganz ehrlich, ein schwarzes Herz ist halt ein schwarzes Herz und eine Karte ist halt eine Karte. Und die Karte könnte ja auch Dings sein. Ja, sowas zum Beispiel. Und das könnte ein HP abbedeuten am Ende. Ne? Was zu beweisen gewesen wäre. So, haben wir hier Steine in den coolen? Ne, dann gehe ich aber trotzdem durch die Steine durch. So, mach dich weg. Danke für deine Kooperation. Ich mach mir erstmal weg, bevor du mir Ärger machst. Okay, du kannst mich mal. So. Gefährlicher Raum. Ich muss kurz Steine gucken und dann gehen wir hier raus und kommen nie wieder zurück. Okay. Aufladen, weiter. Der große Vorteil ist... Oh, der wird immer größer. Okay. Interessant, der wird immer größer, wenn man ihn öfter trifft. Alles klar. Was ich gerade sagen wollte... Ja, gut ist halt, dass wir uns sehr schnell aufladen. Ne? Diese Waffe, dieses Ding laden wir sehr schnell auf und damit werden wir bei Mother sehr schnell Schaden machen. Also die Tiers ab, die wir bekommen haben, sind... Wow, mein Freund. Das will ich nicht mehr sehen, okay? Das will ich nicht mehr sehen. Das machst du nicht nochmal mit mir. So, hier. Das halte ich davon. Okay, kurz Steine gucken, 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 nix. Wir gehen nach unten weiter. War falsch. Vielleicht war es auch richtig, weil vielleicht der Raum coole Sachen für mich birgt. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das könnte cool sein. Ja, das ist cool. Jetzt machen wir es wirklich so. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir es richtig. Wir gehen in den Stachelraum. Wir gehen in den Stachelraum und porten uns dann in den Geheimraum zurück. Dann verliere ich nur ein halbes Herz und vielleicht ist ja der Stachelraum ganz cool. Okay. Zumindest ist jetzt ein Besuch im Shop wieder lohnenswert. Wow, 4 blaue Feuer und nichts. Nichts wollte mir nutzen. Oh, die machen Brimstone. Mini-Brimstone. Okay, okay, okay. So, da oben ist Bossy. Ich würde aber gerne... Yo, wie weit ist denn der Weg jetzt, um meine Emperor-Karte zurückzubekommen? Das ist nicht, was ich wollte. Okay. Das ist jetzt ein sehr weiter Weg. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg nichts kaputt machen. Aber gut. Jo, das ist jetzt echt ein sehr, sehr... Nee. Kollege. So spielen wir nicht. So, wir gehen nach unten. Aber vielleicht kommen wir auch noch auf den Shop. Oh Gott. Schön die Gehirne kaputt machen. Schön die Gehirne kaputt machen. So ist gut. Sind da unten noch Gehirne, die rumspringen? Nee, da läuft nur der Gehirnlose rum. Mach dich weg. Da läuft noch ein Gehirn rum. Eigentlich springt es, aber egal. So, wir kommen gleich wieder bei unserem Emperor an. Kannst du dich mal schon verabschieden, bevor ich hier... Danke. Eine Pille. Blöde Pille. Aber auch nicht die schlimmste Pille von allen. Oh, kann ich mit dem Schwert... Ich kann mit dem Schwert halt sogar die Sachen holen, die ich nicht erreiche. Oh mein Gott, das Schwert kann so Sachen einsammeln, die über eine Lücke sind. Holy shit, das Schwert ist OP. High Priestess.
Oh, mehr Kisten, die in der Ecke sind, was mir aber egal ist, weil ich sie bekommen kann. Hihi. Yo, das Schwert ist so geil. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwann auch mal im normalen One. Und ich hoffe, es funktioniert dann auch so. Der Pokéball habe ich jetzt ja mittlerweile erfahren. Der Pokéball war ja genervt. Ne? Der war, nicht genervt, der war ja, okay. Das check ich mir doch gleich mal. Das ist doch sehr schön. Zack. Gib mir die Karte, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich will ja Emperor mitnehmen. Ich glaube, wenn ich den sprenge, kriege ich höhere Chance auf den... Ne, kriege ich nicht. Okay, egal. Ja, übrigens stimmt, wir haben hier wieder Devil Deal Chance. Funktioniert das nur einmal beim ersten Mal? Mit dem, ich gehe nicht in den Devil Deal und dann bekomme ich den Angel Deal? Scheinbar. Weil ich habe jetzt eine 32% Devil Deal Chance. Okay, wie auch immer. Wie auch immer, wir gehen zum Boss. Und gucken, was uns erwartet. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ne, wir haben noch nicht alles. Doch, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich habe gelogen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten noch... Ja, doch, können wir noch machen. Wir können auch den Geheimraum suchen. Habe ich jetzt richtig gesprengt oder wäre es eher hier so? Ne, da wäre es eh nicht. Dann wäre der vielleicht hier irgendwo. Ne. Dann könnte er hier noch sein. Ne. Ja, da unten eher nicht. Ja, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Bossfight, doch. Oh, du, mein Freund. Ich habe letztens gesagt, im letzten Part, ich weiß jetzt, wie er funktioniert. Listen to me. Das Problem war ja, dass ich nicht wusste, wie seine Flammen funktionieren, ne? Und seht ihr, wie der macht die Flammen in einer Reihenfolge. Der hat oben rechts, links hat er angefangen. Oben links hat er angefangen. Und da, wo er steht, verbindet er dann seinen Laser mit den Flammen in genau dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier... Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich jetzt da unten hinstelle, funktioniert das. Aber da war dann die Reihe nach drüben. Ja, jetzt weiß ich auch, wie man dem ausweicht. Na, also ihr müsst... Jetzt hat er unten angefangen, dann die Flamme, dann die Flamme. Wenn ich hier stehe, penne ich safe. Also da muss man nur drauf gucken und dann ist der überhaupt kein Problem mehr. Okay, das kenne ich noch nicht. Die Attacke kenne ich noch nicht von ihm. Die ist noch neu. Er kann also noch andere böse Dinge außer Flammen. Okay. Hier bin ich safe. Hör auf, nochmal den Quatsch zu machen. Vielen Dank. Ja, jetzt ist wieder ein Satan-Deal aufgetaucht. Ja, guck mal rein. Vielleicht sind ja rote Kisten drin. Das sind keine roten Kisten. Nee. Ich weiß, das ist ein Damage-Up und ziemlich gutes, aber die blauen Herzen dafür hergeben, bin ich ja nicht so der Fan von. Ich weiß nicht, ob das Damage-Up sich jetzt stark auf das Schwert auswirken würde. Drei blaue Herzen dafür opfern klingt für mich nicht so vernünftig. Soll ich es tun? Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ja, okay, also der Damage ist an der Seite hochgegangen, dann wird es schon sich auf das Schwert auswirken. Alles andere wäre echt ganz komisch. Okay. Und ich meine, wir haben die guten Pillen. Vielleicht finden wir ja Pillen, Balls of Steel und so, ne? Wäre ja möglich. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Ich denke, ihr hättet mich jetzt wieder geflamed, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich denke, so rum ist die Geschichte richtig. So, da gehen wir nicht rein. Außer wir bekommen wieder mehr blaue Herzen. Ja, jetzt, ja, also der Schaden. Ja, der Schaden ist schon nochmal. Hat schon nochmal deutlich zugenommen. Jo, alles klar. Doch, das war schon schwertechnisch die richtige Entscheidung, gar keine Frage. So. Dann jetzt wichtig, Steine gucken. Das ist ja auch die Sache, ne? Solange wir das Bracelet dabei haben, kann ich ja schön alles Mögliche mir holen und kann ja auch mehr Herzen generieren, wenn ich Glück habe. Insofern ist es schon... Und ich habe ja auch durch das Ding, ich habe ja noch ein Soul Heart wieder dazu bekommen. Ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Deswegen habe ich im Prinzip nur zwei geopfert, wenn man so will. So, Shopbesuch wäre auf jeden Fall wieder relevant.
Aber ansonsten würde ich zum Boss gehen. Also ich würde jetzt nicht mich ewig aufhalten wollen, sondern möglichst schnell zum Boss gehen. Aber den Shop würde ich dann doch noch mitnehmen wollen. Okay, ich muss die Feuer hier sprengen. Ich werde hier nachher nochmal durchlaufen, bestimmt. Und dann ist es mir lieber... Wow! Was hat mich getroffen? Was hat mich denn da oben jetzt getroffen? Manchmal weiß ich nicht, was mich trifft. Hä? Das war wieder wild. Das war wieder sehr wild jetzt gerade. Manchmal weiß ich einfach nicht, was mich trifft. Bombs are key. Nee, will ich nicht. Ah, das hat es jetzt aber schon ausgelöst, dadurch, dass ich es eingesammelt habe, ne? Ja. Scheiß drauf. Aber was hat mich denn da jetzt gerade wieder in der Luft weggejietet? Ich verstehe mal nicht, was mich... Manchmal verstehe ich nicht, was mich trifft. So, jetzt vorsichtig. Der kommt runter. Da kann ich rüber. Und jetzt kommt der nochmal hier, macht einen Abflug. Du ekelhaftes Ding. War da eine Flamme und ich habe sie nicht gesehen? Es kann eigentlich nur das gewesen sein. Was anderes war da ja nicht. Keine Ahnung, ich bin immer blind. Bin immer blind bei solchen Sachen. Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Okay, wir müssen... Yo, wait a moment. Ich muss den Schalter da oben jetzt durch das Ding durchdrücken, oder wie sehe ich das? Oder kann ich mit... Nee, ich kann mit dem den Schalter drücken, richtig? Wartet, ich kann mit dem den Schalter drücken. Genau. Und hier komme ich jetzt zum Glück so ran. Okay, gut, dass ich dran gedacht habe. Sonst hätte ich jetzt versucht, hier irgendwie so quer durch. Das wäre aber sehr unangenehm. Und da ist mein Shop. Bitte kein K... Nice. Das nehmen wir mit. Du triffst mich nicht. Das nehmen wir mit. Das Ding will ich nicht kaufen. Devil ist cool. Können wir für Mom einsetzen? Ja, jetzt bin ich schon wieder... Hoch. Jetzt geht schon wieder los, dass ich sage, will ich mich wirklich dann in Korps zum Dings porten oder will ich Devil mitnehmen und dann stärker sein? Ach, da geht's wieder los, ne? Ist immer der gleiche Scheiß. Ist immer der gleiche Scheiß. Jetzt will ich Devil lieber mitnehmen. Und dann riskieren, hinzulaufen. Klingt für mich irgendwie nicht nach der wirklich sinnvollen oder vernünftigen Variante. Ich glaube, hinporten ist weniger schadenbehaftet. Aber irgendwie klingt halt Devil bei Dings haben auch wieder nicht schlecht. Oh Gott, geht weg, geht alle weg. Alter, wie viele... Tschüss. So. Ja, ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Jetzt sind wir bei Mom jedenfalls. Wir können ja gucken, wie Mom läuft. Und dann werden wir uns... Uiuiui, okay. Jetzt gehen wir erstmal in den Crawl Space. In der Hoffnung, dass es nicht wieder ein Black Market ist, sondern mir einfach ein Item gibt. Weil dann muss ich mich nicht immer entscheiden, was ich tue. Ich mag lieber Crawl Spaces, die mir keine Entscheidungsgewalt lassen. Gib mir ein Item. Das nehme ich auch. Das nehme ich auch, weil das könnte ein HP abbedeuten, wie vorhin. Oder er spawnt eine Bombe und sprengt sich in die Luft. Nein, er gibt mir ein HP ab. Nicer Dude. Finde ich supi. Freundlich wie eh und je. Okay, dann haben wir alles gesehen in dieser Ebene, was ich sehen wollte. Wir legen einmal Mom um. Ach so, kann ich dann überhaupt... Ah, ich riskiere es nicht. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht in ihre Augen reinrenne, weil sie kann böse Brimstone machen mit ihren Augen. Ah, da kommt sie wieder mit dem Fuß runter. Alles klar. Stabile Leistung von mir auf jeden Fall. Und ich kann nicht zurücklaufen. Okay. Das war das, was ich die Befürchtung hatte, dass ich nicht zurücklaufen kann. Ich kann hier nicht raus. Na, ich muss jetzt sozusagen das hier öffnen. Und ich kann nicht rauslaufen in die andere Ebene wieder zurück. Okay, und es wird mir sogar der Weg hierhin verwehrt, weil ich muss ja hier rein. Was wäre jetzt aber, wenn ich das Messer nicht dabei hätte, dann wäre jetzt hier wahrscheinlich die Challenge zu Ende. Chillig. So, einmal das Herz erledigen. Ich meine, ich habe ja das Schild dabei, das dürfte kein Problem sein. Damit wehre ich ja einfach alles ab. Da kann sie mich jetzt einfach mal kreuzweise. Dafür habe ich ja das Schild. Ah, okay, alles klar. Schild hat nicht... Ja, ist ja in Ordnung. Wow. Das Schild hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Scheiße.
So viel zu meinen blauen Herzen dann auch. Vielleicht kriege ich sie ja irgendwann wieder. Wäre schön, denn mit der Ausrüstung möchte ich eigentlich... Ich möchte schon ein bisschen mehr Energie haben, um zu Mada zu kommen. Hehe. Okay, aber jetzt begeben wir uns erstmal durch Korps 1. Oh Gott, aber gegen Mada mit der Energie wird unangenehm. Wird böse unangenehm mit dieser Energie durch Mada. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Und holen uns noch ein HP ab. Komm, noch ein HP ab. Da wäre ich jetzt voll dafür. Oder Balls of Steel. Ne, das nicht. The Tower kannst du behalten. Noch ein Devil. Jetzt habe ich zweimal Devil. Dann kann ich einmal beim Boss auf jeden Fall Devil einsetzen. Das ist doch schon mal was. Death. Ja, okay. Und da ist noch ein HP ab. Sehr schön. Okay, also dran denken, dass wir hier einmal noch Devil übrig haben. Und jetzt erstmal. Stimmt, der kann ja auch Pillen spawnen. Der... Wie viel Devil haben wir jetzt? Wir haben jetzt dreimal Devil hier rumfliegen. Was zur Hölle? Auch eine interessante Geschichte, Lou. Ah, schade. Da hat er sich. Da hat er einen Abflug gemacht. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Der Typ haut ja nicht irgendwann ab, ne? Der ist einfach so, du gibst mir Dings und dafür lade ich dich auf. Oder haut der irgendwann ab? Glaub's nämlich nicht. Ist jetzt dumm, hier einfach Energie reinzusetzen, ne? Ich glaub, der kann nicht abhauen. Nee, wir lassen das. Okay, jo. Dann kämpfen wir uns mal durch Korb. Okay, chilliger Raum. Da ist ein interessanter Raum. Will ich das probieren? Ja, es könnten halt coole Sachen drin sein. Wird schon nicht schief gehen. Die Karten gucke ich mir nachher an. Ich konzentriere mich erstmal aufs Kämpfen. Und darauf, keine Energie zu verlieren. Ja, das war's ja schon. Das war's ja schon. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Magician. So, was haben wir jetzt hier für Karten? Two of Hearts, nice. Two of Diamonds, okay. Ja, die setze ich einfach gleich ein. Scheiß drauf. Ja, jetzt geht's wieder los. Two of Hearts wäre halt auch für den Endkampf. Oh nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Schauen wir mal. Jetzt erstmal Devil bei dem Boss hier auf jeden Fall. Egal was. Okay, jetzt setze ich erstmal hier alle möglichen Bomben ein. Genau für sowas, dass ich weiß, dass hier Herzen rumliegen dann. Okay. Ich weiß, die hätte ich auch hochheben können, aber da die explodieren können, hatte ich da ein bisschen Bedenken. Deswegen habe ich die nicht hochgehoben. War also keine dumme Entscheidung. Das war schon ganz bewusst so geplant. Okay, das war der Raum. Jetzt räumen wir erstmal den Raum soweit, den Dings soweit auf. Bis hier genug Herzen rumliegen, weil dann kann ich, wenn hier Herzen rumliegen in der Ebene noch, dann kann ich nachher auch noch an der Herzmaschine rumspielen. Und das könnte ja ein weiteres HP ab bedeuten, wenn ich Glück habe. Apropos HP ab. Das nehmen wir doch auch gerne mit. Ach so, Problem ist jetzt aber, da ich keine blauen Herzen mehr habe, ich verliere meine Krone, wenn ich nicht volle Energie habe. Der Kroneneffekt ist dann weg. Da muss ich jetzt böse aufpassen. Es wäre am besten, wir würden wieder blaue Herzen generieren irgendwie. Okay. Das kann ich nur mit einer Bombe öffnen. Poison Shots. Ich glaube, die nützen mir hier gar nichts. Lassen wir mal liegen.
Steine gucken, hat auch nichts gebracht. Oh mein Gott. Viele Gegner sieht immer erstmal gefährlich aus, aber das geht voll klar. Sehr gut, gar kein Problem. Dann würde ich jetzt trotzdem mal ein bisschen sprengen noch, um zu gucken. Yes! Entschuldigung, wenn ich euch anschreie. Aber das ist natürlich so das beste Item, was man aus diesen Sprengungen rausbekommen kann bei diesen Viechern. Das ist halt, ne? Das ist halt, was es ist. Und wenn ich je mehr, also wenn ich noch mehr Herzen habe, dann bin ich ganz ehrlich, dann ist, glaube ich, Two of Hearts eher meine Wahl. Sehr gut. Blaues Herz ist super wichtig. Habe ich gerade schon erklärt, warum. Weil wir so unseren Kram schützen. Okay. Steine gucken. Sehe nichts. Unnützer Raum. Ah, da sind noch Viecher am... Okay, aber die explodieren einfach, ne? Achso, aber die geben... Ja, scheiße, die explodieren einfach, sage ich noch, und machen Müll dann. Und machen dann einfach Müll mit mir. Okay, guck mal gleich, ob hier der Geheimraum ist. Wäre nämlich denkbar, oder hier? Nein, okay, dann ist er mehr in der Nähe vom Boss. Aber hier ist schon der Boss. Ja, deswegen habe ich das gemeint. Oh Gott, gut, dass wir schießen konnten noch. Mach du mal einen Abflug. Yo, lass mich nicht zu nah hier an die Geschichte ran. Isaac's Head schießt jetzt zusätzlich. Ist auf jeden Fall jetzt sinnvoller als den Counterfeit Penny. Also so leid es mir für den Counterfeit Penny tut. So, was haben wir hier? Kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Kenne ich dich? Aua! Nee, ich kenne dich überhaupt nicht. Du bist komplett neu. Du kannst böse Dinge. Aua! Blöd, dass ich den noch nie gesehen habe, aber ich verstehe langsam, wie er funktioniert. Und ich verstehe auch, dass er mir böse wehtut. Au! Jo, du beendest meine Challenge nicht, auch wenn du mir gerade böse wehtust. Mein Gott. Was war das denn für eine Nummer? Oh, ich bin Mother geworden, oder was? Auch interessant. Gut, dass wir Regeneration dabei haben, Lul. Alter, was war das denn? Ja, nice. Was haben wir hier? Liegen. Okay. Ey, aber wow. Das war nicht, was ich gesucht habe. Oh Gott. Ey, das war überhaupt nicht, was ich gesucht habe. Ach du Scheiße. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, so schnell legt uns Mother jetzt einfach auch um. Dann habe ich ein bisschen Bedenken, wie das hier gleich laufen könnte. Große Bedenken. Mehr Coins. Holy shit. Ich meine, das Ding hat mich gerade komplett zerlegt. Lag zwar daran, dass ich nicht wusste, wie er funktioniert und ich noch nie mit dem gespielt habe. Aber uff. Das war gerade nicht so cool. Also überhaupt nicht. Haben wir da unten noch ein Herz rumfliegen? Yes. Und Devil hat mir tatsächlich nicht so viel gebracht. Dann würde ich lieber ein Tour of Hearts mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich. So, dann sprengen wir hier noch die Maschine. In der Hoffnung, ja, genau, dass wir nochmal ein Herz bekommen. Okay. So. Eieiei. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Arcade im nächsten Abschnitt. Aber das war böse. Junge, Junge, war das böse. Also ich muss bei... bei 4,5 Herzen ist theoretisch im Moment die Hälfte. Da müsste ich dann Tour of Hearts einsetzen, da hätte es den größten Effekt. Junge, 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 Junge. Mein lieber Scholl, jetzt habe ich noch so ein Messer um mich rum, weil ich jetzt halt Marm bin. Also diese Marm-Transformation habe. Shish! Sag ich dann nur. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Sachen in der nächsten Ebene. Wir sind ja noch lange nicht durch. Wünscht mir Glück.
Ich werde es brauchen. Aber gegen Mother mit die... Oh Gott! Wenn das gegen den Boss wie gerade eben so gegen Mother läuft... Ich bin komplett aufgeschmissen. Hier, da ist noch irgendwo einer. Okay, der soll jetzt mal platzen. Dann mache ich das Viech weg. So. Jetzt haben wir's. Okay, da liegt ein halbes Herz rum. Das ist schon mal gut. Steine gucken. Ich sehe nichts. Gehen wir nach unten weiter. Schlechte Idee. Oh mein Gott, schlechter Raum. Aber es hat funktioniert. Aber vielleicht müssen wir ja hier weiter. Kann ja sein. Ja, wir gehen mal nach unten. Wir gehen weiter nach unten. Es geht immer noch weiter. Okay, es geht immer noch weiter. Solange es weitergeht, können wir hier nicht völlig falsch sein. Du machst gleich mal einen Abflug. Noch ein halbes Herz. Sehr gut. Wenn wir getroffen werden, können wir uns schon mal einmal wieder heilen. Gut, hier ist sonst nichts weiter zu gucken. Ah, den habe ich nicht gefasst. Okay, da. Du. Böse. Ganz böse. So, einmal hier gucken. Mein ganzer Laptop wackelt gerade, weil ich hier wie ein Blöder am Rumdrücken bin. Okay. So, haben wir das. Da ist schon Mother. Das ist mir jetzt ein bisschen zu bald, muss ich gestehen. Da würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen... will ich jetzt noch rumgucken? Also was... Nice. Ich generiere doch jetzt für jeden Gegner, den ich besiege, Fliegen, oder? Kann ich die dann mitnehmen zu Mother? Wir probieren mal einen Raum noch. Also einen Raum traue ich mir zu, der wird schon nicht komplett mich zerlegen. Nein, der Raum zerlegt mich auf jeden Fall nicht. Ja, und wir generieren mehr Fliegen. Und jetzt liegen hier auch noch Herzen rum. Ich bin ganz ehrlich. Solange ich mich hochheilen kann, bevor ich zu Mother gehe, probiere ich hier ein bisschen rum. Please don't be mad at me. Meint, vielleicht kann ich noch irgendwas erreichen. Vielleicht kriege ich noch irgendwo ein Item her. Na, vielleicht kriege ich noch irgendwo eine Arcade oder sowas. Das würde ich mir dann doch wünschen. Und so, ich kann mich halt im Moment hochheilen. Also selbst wenn jetzt die Räume irgendwie böse sind. Ich kann mich halt relativ gut hochheilen. Vielleicht finde ich noch einen blauen Stein. Na? Die Zeit gebt ihr mir jetzt bitte noch, dass ich mich hier umgucken darf. Das wäre sehr freundlich von euch. Dankeschön. Okay, steintechnisch sehe ich hier nichts. Gehen wir nach oben weiter. Sobald mich ein Raum ein bisschen mehr zerlegt, werde ich mich hier verabschieden. Keine Sorge. Keine Sorge. Und vielleicht wird nur noch ein Bettler. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, was noch hier rumfliegen kann. Und wenn es komplett schief geht, kann ich mich auch noch raussprengen. So ist es ja nicht. Ne? Und es könnte jede Art von Bettler sein. Es könnte halt sogar ein Bettler sein, der Schlüssel verlangt. Selbst den können wir befriedigen. Da gehen wir einfach raus. Der Raum sah nicht freundlich aus. Das war auch einfach nur für ein Herz. Ja, und wir haben jetzt gleich eh alles durch. Also so viel kommt jetzt auch nicht mehr. Ja, das war die Geschichte. Auch da Steine gucken. Sehe ich nichts. Schade. Noch mehr solche Dinger. Sehr schön. Nützt mir nur leider nichts. Weiter hoch. Aber schaut mal, wie weit es noch geht hier. Insane. Man könnte noch... Irgendwas könnte ja noch cool sein. Ich laufe es jetzt ab. Ich laufe es jetzt ab, solange es nicht schief geht. Und bisher geht es überhaupt nicht schief. Laufe ich es ab. Ich habe nichts zu verlieren. Hier liegen so viele Herzen rum jetzt. Ich würde sie am liebsten alle mitnehmen zu Mother. Alle einfach einpacken und mitnehmen. Ich würde sie einfach am liebsten alle mitnehmen. So eine Scheiße. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Oh Gott. Ich habe nicht genug Herzen. Ich will volle Herzen haben. Also voll im Sinne von alles. Alle Container, die zu mir zur Verfügung stehen, hätte ich gerne.
Jo, geht weg von mir. Aua. Auch hier nix. 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 Gar nix. Noch eine Pille. Okay, noch eine Pille. Weiß nicht, ob wir die schon mal hatten, aber ich check sie mir kurz. In der Mitte sind ja keine Stacheln, dann kann ich einfach durchlaufen. Kriege ich die von hier oben? Nein, von hier oben kriege ich sie nicht. Ja gut, ist jetzt ja nicht so schlimm, da durchzulaufen. Hier ist ab, nice. Und wieder raus. Okay. Ja, das ist dann die Energie, mit der ich zum Maler gehen darf. Mehr gibt's nicht. Wir haben alles gesehen. Wir haben absolutely everything gesehen. Gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Ah, ich fühle mich nicht stark genug. Ich fühle mich nicht stark genug. Weil das gerade mit dem einen Viech so einfach, das hat mich komplett zerlegt. Und ich werde halt, oh Gott, ich bin doch so, oh nee, Freunde. Hast du noch was für mich? Ich bin dumm! Ich hätte mit der Maschine noch spielen können. Ich hätte noch ein HP vielleicht bekommen können. Ups. Ja gut, war blöd. Hab nicht nachgedacht. Mal wieder. Ja, war doof. Abflug. Puh. Moin. Bitte triff mich nicht gleich. Nein, 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 nein. Nicht mich treffen. Schön alles abwehren. So ist gut. Ach, wir haben ja auch noch Regeneration. Habe ich ganz vergessen. Null. Oh, Mist. Nein, 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 nein. Wo? Ich hab doch abgewehrt. Geh weg. Nein! Nein! Das kann ich auch. Machen wir mit Ganondorf. Aber ändert es irgendwann irgendwas? Nice. Ich muss ganz kurz meine Augen tränen, gerade Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ich habe viel zu wenig Energie. Die zweite Phase wird mich komplett erledigen. Ich weiß doch gar nicht, wie ich dieser Scheiße ausweichen soll. Ich habe das doch jetzt alles schon mal gesehen. Aber wie weiche ich diesen Müll aus? Na, das ist das Ding. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll, was da alles kommt. Aua! Jetzt kommt die hier runter, du blödes Mistvieh. Nein, wieso trifft es? Ich mach dort den Schild hin. Alter! Oh Gott. Yo, wie weicht man denn dem ganzen Zeug aus? Aber das ist das, was ich meinte, als ich mit Azazel gegen sie gekämpft habe. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wie das geht. Heilige Scheiße. Yo, die Challenge endet jedes Mal bei Mother. Und meine normalen Runs enden jetzt auch jedes Mal bei Mother. Oh Gott, ich habe noch keine Taktik gegen die. Ich habe noch keine Taktik gegen dieses Ding. Junge. Und wir waren echt stark ausgerüstet. Holy shit, wir hatten mega Damage. Okay. Das ist jetzt aber auch nur ein einziges Mal, dass ich diese Challenge versuche, weil die endet wirklich am Schluss. Ich komme komplett durch, aber dieses Ding zerlegt mich.
Die zerlegt mich einfach. Trotz Schild. Yo. Yo, das lief nicht gut. Ihr könnt mir gerne mal Tipps für die Challenge geben, aber die probiere ich jetzt nur dieses eine Mal. Da mache ich jetzt nicht so 3 Millionen Parts, bis ich die Challenge geschafft habe. Wir gucken uns nächstes Mal Double Vision an, aber ich habe sehr große Bedenken, da Double Vision auch erst, nachdem ich Mother besiegt habe, aufgetaucht ist, muss man da bestimmt auch bis Mother spielen. Yikes. Big Yikes. Oh, Himmel hilf. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.